mal wieder eine Bockflinte. Man hat ja als Händler manchmal die Schwierigkeiten, dass man zugespammt wird. Und dann Opfer der Spam-Industrie wird, wenn man sagt, oh, E-Mail, oh, Angebot, oh, Bockflinte, oh, brauche ich. Und dann passiert sowas, wie das, was jetzt passiert ist, dass man dann auf einmal eine Batzas H12 im Haus hat. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, Batzas. Klingt schon irgendwie. Batzas. Bati Sila. Bockflinte. Kann man nicht viel verkehrt machen? Glaube ich. Gucken wir mal. Schön verpackt ist es schon mal. Bedienungsanleitung. Ah, das finde ich immer so toll. Zertifiziert nach ISO, ISO, ISO. Das ist lauter ISOs. 3000 verschiedene ISOs. Hab schon schlechtere Bedienungsanleitungen gesehen. Da hat man sich Mühe gegeben auf Türkisch und auf Englisch. Choke-Schlüssel. Standard-Chokes sind dabei. Schön verpackt, das finde ich mal. Das sind so die Kleinigkeiten. Dann erwartet man eigentlich schon mal immer so ein bisschen was. Erster Blick, Holz. Okay. Wenn ich das jetzt da hinlege, fliegt es garantiert runter. Also machen wir das anders. Legen das da hin. Da fliegt es dann anders runter. Also ich bekomme jetzt keinen Schreck beim Auspacken und sage, also gar nicht. Gegenteil der Fall. Erster Eindruck. Okay, gut. Ich bin ja nun tatsächlich, gebe ich zu, ein Freund von der Brenner BF18, weil die ist einfach toll, Preis, Leistung und so weiter passt. Ich möchte das aber jetzt auch in dem Fall nicht vergleichen. Die ist ein bisschen günstiger. Den brünierten Lauf finde ich toller. Das ist das, was mir bei der BF18 zum Beispiel fehlt. Ich hätte gerne eine BF18 im gleichen Lauflook wie die BF20. So, dass man sagt, die BF18 mit brüniertem Lauf, da wäre der Apparat richtig geil. Aber um die BF18 geht es ja heute nicht. Die Bockflinte von Batzas heißt 121H. Holz habe ich schon Schlechteres gesehen oder in der Hand gehabt. Das Innenleben kann man jetzt nicht motzen, ist sogar bis Ende lackiert. Das schaffen andere nicht. Der Lauf, zwar brüniert oder matt gehalten, gefällt mir gut. Ventilierte Schiene mit grünem Korn setzt sich schön ab, gefällt mir auch gut. Aber das Brünierte ist nicht so richtig brüniert. Toll. Also es ist brüniert, aber ich würde es jetzt nicht mit anderen brünierten Läufen vergleichen wollen. Ist nicht schlecht, aber wenn wir gesagt, wir sagen hier immer die ehrliche Meinung zu dem Apparat. Brüniert ja. Aber das ist so wie, jetzt mal, wenn man einen Vergleich machen müsste, wenn du ein Auto in die Lackiererei schickst und sagst, mach mal matt schwarz und du weißt, der müsste fünfmal drüber sprühen und hat aber nur dreimal drüber gesprüht. So, wieder der Blick wie in das Weinglas vom Kenner. Der Schaft. Man wird es im Video nicht so sehen. Die Schrauben und so weiter, alles
sauber verarbeitet tatsächlich. Bin ich positiv überrascht. Hängen wir es immer zusammen. Batzers 121H Bockflinte. Was mir hier nicht gefällt, klar, muss zwischen dem Hebelchen ein bisschen Luft sein, damit man ihn bewegen kann. Aber der sitzt mir zu hoch, ganz eindeutig. Das sollte ein bisschen tiefer sitzen. Das setzt sich meiner Meinung nach ein bisschen zu viel ab. Da hätte ich mir gewünscht, dass ich nicht so einfach durchgucken kann. Aber okay, gut. Basteln wir es immer zusammen, die Batzers. Wenn man oben anstößt, muss man unten aufpassen. Batzers. Batzers 121H. Was fällt mir auf? Was finde ich gut? Ventilierte Laufschiene, grünes Korn, Wechseljokes dabei, ordentlicher Verschluss, bis innen lackiert, Holz, kein übertolles Holz, aber das ist auch okay. Das ist jetzt keins, wo ich sage, packe ich aus und sage, was ist denn das für ein Mist? Das ist okay. Das ist eine ordentliche Bockflinte. Für 800 Euro plus minus gelangt. Damit gehst du auf den Tontaubenstand. Und da geht es dann sowieso nicht darum, was die Flinte kostet. Da geht es dann darum, ob du es kannst oder nicht. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie passt ganz ins Bild. Wenn nicht, schieben wir sie einmal so von links nach rechts. Brünierter Lauf, wie gesagt, finde ich toll. Ist hier umgesetzt, aber nicht, dass ich sage, boah, der geilste brünierte Lauf ever. Das ist schade, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Ansonsten ist halt eine Bockflinte. Ja, Abzug schlägt sauber ab. Die erste Macke habe ich auch schon reingehauen. Gibt es dann Rabatt? Mackenrabatt. Ja, wenn jemand eine Bockflinte haben möchte, geht ja auch auf Geld. Was ist das? 121H. Preis-Leistung, behaupte ich jetzt mal, passt. Ist eine günstige Bockflinte. Mit einem ordentlichen Holz. Boah. Für einen schmalen Taler, sage ich jetzt mal. Hier, wie gesagt, der Abstand finde ich zu groß, viel zu groß. Das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, da gefällt mir nicht. Geschmackssache. Macht's gut, passt auf euch auf. Wir sehen uns mit Sicherheit mal irgendwo. Bis dahin. Tschö.